Neben dem 200. Wagner-Jubiläum feiert die Musikwelt in diesem Jahr noch den 150. Geburtstag des Komponisten Max Bruch. Die Veröffentlichung der Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm jährt sich 2013 ebenfalls zum 200. Mal. Grimmsche Märchen und Bruchsche Kompositionen standen am Sonntag im Mittelpunkt der Konzertreihe Schumann Plus im Robert-Schumann-Haus. Zu Gast war das Wupper-Trio in einer für Zwickauer Verhältnisse eher ungewöhnlichen Besetzung. Klarinette, Viola und Klavier brachten das Robert-Schumann-Haus am vergangenen Sonntag zum Klingen. Mit genau diesem Instrumentarium erobern drei preisgekrönte Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung seit geraumer Zeit die deutschen Konzertsäle. Das Wupper-Trio gibt es seit ungefähr 5 Jahren. Ich hatte dort einen Zeltvertrag im Wuppertaler Sinfonieorchester. Nun bin ich seit 1. Mai fest dort angestellt. Und Kammermusik habe ich schon während des Studiums sehr aktiv betrieben und immer beibehalten in verschiedenen Besetzungen, je nachdem, wie es sich ergeben hat, welche Leute da waren. Und genau heute eben mit dem Wupper-Trio in der Besetzung Klarinette, Bratsche, Klavier. Die musikalischen Begleiter von Sayaka Schmuck kommen ebenfalls aus Wuppertal. Bratschist Axel Hess war mehrfacher Bundespreisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert. Seit 1997 spielt er bei den Wuppertaler Sinfonikern. Pianist Tobias Deutschmann unterrichtete bis 2009 an der Hochschule für Musik in Saarbrücken. Seit 2008 wirkt er als Solorepetitor und Dirigent an den Wuppertaler Bühnen. Sayaka Schmuck spielte bis 2013 im Leipziger Gewandhausorchester, bevor sie als stellvertretende Soloklarinistin ins Sinfonieorchester Wuppertal wechselte. Die Liebe zu dem Holzblasinstrument verdankt sie ihrem Vater. Das Lieblingsinstrument meines Vaters war die Klarinette. Er kam irgendwann mal, als ich 5 war, mit 2 Klarinetten nach Hause und hat beschlossen, dass wir jetzt Klarinette lernen. Es hat sich quasi so ergeben. Er selber ist Jazzmusiker und hat natürlich in seinen Jazz-Kombo-Besetzungen auch die Klarinette vertreten. Hat sich wahrscheinlich immer gewünscht, dass ich dann auch mal in diese Richtung einschlage, aber ich bin dann bei der Klassik geblieben. Und das recht erfolgreich. 1998 gewann Sayaka Schmuck bei einem internationalen Musikfestival in Bukarest den einzigen ersten Preis sowie einen Sonderpreis bei den internationalen Stockhausen-Meisterkursen. Außerdem errang sie zahlreiche erste Bundespreise beim Wettbewerb Jugend musiziert. Vor 5 Jahren fand sie 2 Mitstreiter, die ebenfalls auf der Suche nach neuen musikalischen Wegen waren. Für Axel Hess ist die Mitwirkung im Wuppertaler Trio eine willkommene Ergänzung zu seinem Engagement bei den Wuppertaler Sinfonikern. Also ich finde, dass die Kombination aus der Klarinette und der Viola, gerade auch in Verbindung mit den Werken, die wir auch heute präsentieren, einen solchen Klangreichtum und eine solche geschmeidige, romantische Weichheit auch präsentieren kann, die ich zum Beispiel im Vergleich auf der doch relativ hellen Violine oder, sagen wir mal, den tiefen Streichinstrumenten Cello Kontrabass in dieser speziellen Weichheit, Klangschönheit so persönlich aus Kammermusik nicht kenne. Also das ist schon wirklich eine ganz besondere Kombination und Farbe, die wir mit diesen Werken bieten können, bei diesen Stücken, die wir für heute ausgewählt haben. Das berühmte Kegelstadt-Trio bildete den Auftakt. Mozart soll das Stück zwischen 2 Würfen auf der Kegelbahn komponiert haben. Die schlichte Melodik und die häufigen emotionalen Wechsel stellen Interpreten vor große Aufgaben. Quasi als Ergänzung zu Mozarts Werk komponierte Max Bruch seine 8 Stücke für Klarinette, Viola und Klavier Opus 83. Einflüsse von Brahms und Schumann sind unverkennbar. Der Tradition der Spielstätte geschuldet, hatte das Wuppertrio auch Schumanns 4 Märchenerzählungen für Klarinette, Viola und Klavier Opus 132 im Gepäck, entstanden 1853 nach einer Aufführung des Mozartschen Kegelstadt-Trios.
Die Märchenerzählungen von Schumann, ich meine, das ist natürlich eine große Freude und Ehre, diese Werke in unserer Besetzung hier im Schumannhaus in Zwickau spielen zu können. Also das ist ein sehr schönes Erlebnis, wir freuen uns auch sehr darauf. Ich komme gebürtig aus der zweiten Schumannstadt, nämlich aus Düsseldorf, und habe dort auch in der Nähe des dortigen Schumann-Wohnhauses auch meine Musikschulausbildung gemacht und war auch von früh an immer sehr interessiert und begeistert an dem Musikschaffen von Robert Schumann. Bei allen dargebotenen Werken konnte das Wobo-Trio mit Spielfreude und Virtuosität überzeugen. Das Publikum im Schumannhaus dankte es den jungen Musikern mit lang anhaltendem Beifall.